Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Das sind Jungs auf der anderen Seite, die auch schon das lila-weiße Trikot getragen haben. Also die brennen natürlich auch auf diesen Gegner, auf uns halt. Und da wird sicherlich ist schon eine große Herausforderung für uns, auch in Lotte zu bestehen. Als allererstes hoffe ich, dass nicht das Spielfeld wieder 2 Meter kleiner ist oder der Rasensprenkler während im Warmmachen die ganze Zeit läuft. Also irgendwelche Tricks kommen ja immer aus Lotte. Damit leben wir mittlerweile schon ganz gut oder stellen uns darauf ein, dass wieder was passiert. Und ansonsten wissen wir halt, wie Trainer schon gesagt hat, dass Lotte sehr stark im Umschaltspiel ist. Aber trotz allem uns, glaube ich, den Ball überlässt in diesem Spiel und wir halt aufpassen müssen, dass wir dann nicht in gefährliche Kontersituationen reinlaufen. Allererstes, wenn du hinten dicht stehst und schon mal keinen fängst, dann spielst du schon mal 0-0. Und das heißt, es ist ein Punkt. Und auswärts mit einem Punkt zu leben, haben wir gesagt, das tun wir gerne oder das können wir. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn wir ausgerechnet gegen Lotte nur einen Punkt holen würden. Gerade wegen der Brisant in diesem Duell. Aber ja, ich glaube, dass wir das nochmal fixiert haben, dieses Angriffsspiel von uns. Also wenn wir nur einmal treffen und hinten nichts bekommen, kann ich gut damit leben. Ich glaube, in erster Linie müssen wir die Mannschaft darauf einstellen, dass es vielleicht kein Spiel wie jedes andere ist, weil zwei Nachbarn sich gegenüberstehen, wo der eine den anderen ärgern will. Das war ja immer aus Lotteraner Sicht oder die Sportfreunde wollten ja unbedingt auch mal die Tore gegen den VfL erzielen, dann wollten sie die Punkte gegen den VfL auch irgendwann holen und dann klar spielen sie auf Sieg am Wochenende. Aber das ist das Einzige, wofür ich meine Mannschaft sensibilisiere, weil wir haben auch eine Idee, Fußball zu spielen. Das haben sie in den letzten Wochen sehr, sehr gut umgesetzt, unsere Jungs. Und da geht es in erster Linie für uns um diese 3 Punkte. Das hat dann weniger mit den Einflüssen auf dieses Spiel oder von außen zu tun, sondern einfach mit der Klarheit, wie wollen wir agieren, um auch diese 3 Punkte zu holen. Ja, ich glaube, das wird wieder ein Heimspiel für uns, wie letztes Jahr auch. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf die Atmosphäre und bin gespannt, was die Jungs wieder raushauen. Es ist ja auch nicht unüblich, dass wenn man Spiele gewinnt, dass man auch eine Prämie bekommt. Die ist dann monetärer Art. Aber es gibt ja auch Momente, die man einfach mal braucht, wenn man 2 Tage nach Bayern möchte. Ja, dann muss man ein bisschen mehr da vielleicht tun. Lohnt der eine Tag dann einfach nicht. Und diese Chance gebe ich ihnen wieder. Wir haben wieder kleine Ideen, die wir den Jungs an die Hand geben. Aber die bleiben erstmal bei uns.